Willkommen zurück zu einem Spiel, das mich teilweise in den Wahnsinn treibt, wegen so Kleinigkeiten und wer mich kennt, weiß ja, dass ich bei Kleinigkeiten sehr oft auf dem Schlauch stehe. Und die nächste Kleinigkeit ist jedenfalls das und das verbinden. Ein glänzender Einfall. Der Stempel ist schön groß und stabil. Zusammen mit der Schale ergäbe er einen prima Mörser und Stößel. Das, was ich eigentlich auch Ich gedacht glaube, hatte, das wird gehen. aber man muss die kombinieren, damit Ja, dann der Tabak mit dem reingemacht werden improvisierten kann. Mörser kann ich die Blätter fein genug mahlen, um sie anschließend mit der Tinktur zu vermengen. Dann wollen wir mal. Gut, ich glaube, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Obwohl ich das nicht im Traum probieren möchte. Ja, jetzt haben wir jedenfalls den Kauderback schon mal. Und in puncto Tresor fiel mir doch ein, könnten wir doch Sushi fragen, Hallo ob sie Sushi. vielleicht die Hallo Kombination Brian. kennt. Wie sieht es aus? Ich bin. Hör mal. Ich bin. Es geht um den. Was ist damit? Bitte sag mir, dass du die Kombination kennst, mit der man ihn öffnet. Ich kann dir leider nicht sagen, dass ich sie kenne, aber ich kenne mich mit Tresoren aus. In meiner Familie habe ich viele gesehen. Lass mich überlegen. Ein Tresor aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wahrscheinlich ein Winchester. Ich würde sagen, dass die Kombination mit Sicherheit aus drei Zahlen besteht und dass die erste nach rechts verläuft. Das ist doch ein Anfang, nicht? Okay, jetzt verstehe ich, warum Ich wir werde das weitersuchen. Stethoskop Vielen haben. Dank für dein Bis bald. Bis bald. Und viel. Das ist so schön klischeehaft. Mit dem Stethoskop an den Tresor und dann Stück für Stück. Und normalerweise ist doch das bei Tresoren so, dass es immer in die eine Richtung, dann die entgegengesetzte Richtung, dann wieder zurück. Also bei den drei Zahlen, die es sein soll. Und wenn die erste nach rechts, dann nach links, dann wieder nach rechts. Mal gucken, ob das klappt. Wir können einfach nur hoffen, dass es alles so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Ja, großartige Idee. Im Film funktioniert das immer. Es geht los. Am besten, ich bewege das Rad langsam, Strich für Strich, damit ich keine wichtige Zahl verpasse. Wenn ich jetzt das Rad bewege, muss ich auf jedes Geräusch achten. Okay, ich weiß noch nicht, wie ich das drehen kann. Um eine Zahl nach rechts. Müssen ganz vorsichtig zuhören. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Ich habe immer noch nichts gehört. Da. Jetzt habe ich klar gehört, wie das Räderwerk eingerastet ist. Die erste Zahl der Kombination ist also 85 nach rechts. Um die zweite Zahl zu finden, muss ich das Rad nach links drehen. Okay. Ich fühle mich so wie in diesen Filmen. Wirklich, es ist so klischeehaft. Ich würde das gerne selber mal machen. Nicht nur immer in Spielen oder in Filmen sehen. Da Ja, war's. ich habe die zweite Zahl. 29 nach links. Und jetzt wieder nach rechts.
Ja, wann macht's Klick? Und die dritte. Puh. 54 nach rechts. Genial. Ich glaube, dass die Tür jetzt entriegelt ist. Mal sehen, was ich hier finde. Schauen wir mal. Hier sind eine Menge alter Dokumente. Aha. Der Plan des Bergwerks. Endlich habe ich ihn. Ich sollte mal einen Blick drauf werfen. Genial. Das Hopi-Dorf ist darin eingetragen. Mit diesem Plan kann ich den Bergwerksstollen durchqueren und dorthin gelangen. Oh mein Gott! Warte mal, Main Level 1, Water Basin, Main Level 2, Sub Level 1, Main Level 3, Waste Pass, Weapon Stopper, Ramp, Ventilation und Schaft. Oh mein Gott! Ich weiß auch nicht mal, wo ich da auftauche. Und da, wo das X ist, ist entweder eine Sackgasse. Also, ich muss wahrscheinlich dort über der 5. Und... wie komme ich denn da hin? Am einfachsten komme ich da hin, wenn ich über diese Leiter reingehe. Würde ich am einfachsten hinkommen, wenn ich das so mir angucke. Weil die führen alle woanders hin, obwohl... Ich könnte auch noch, je nachdem, wenn ich da oben bin, wo steht Down to Well Levels, beziehungsweise Shaft to Well Levels, dann weiß ich auch, wie ich hinkomme. Aber am einfachsten ist es wirklich über diese Leiter. Okay. Es ist besser, ich schließe den Tresor wieder. Auch wenn ich die Kombination später wieder einstellen muss. Aber wir brauchen doch eh nichts mehr aus dem Safe. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Oscar. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Gehen wir in den Kautabak. Und dann wird er ja uns wohl den Stein wegmachen. Oscar, ich bringe dir etwas von dem Kautabak, den du so magst. Wirklich? Klar, Mann. Hier hast du ihn. Vielen Dank, Brian. Nicht der Rede wert, Oscar. Unter Freunden ist es normal, sich etwas zu schenken. Und wir sind doch Freunde, oder? Klar sind wir das. Der Tabak kommt mir wie gerufen. Ich hatte nur noch sehr wenig von Saturns übrig. Ich schulde dir einen Gefallen. Ich habe ihn auf meiner Seite. Gut. Freund. Dann hol uns die Sterne vom Himmel. Ich, mein Junge. Nein, ich brauche deine Hilfe. Es geht darum, einen Felsen zu... Natürlich, meinen Freunden tue ich gern einen Gefallen. Ich großartig. Und sein Bauchnabel sieht aus wie ein Ohr, wo ein Ring drin steckt. Das ist also der Felsen, der bewegt werden soll. Ja, er muss ungefähr eine Tonne wiegen. Glaubst du, du kannst ihn bewegen, um den Eingang zum Bergwerk freizulegen? Diesen Kieselstein? Klar doch, Mann. Schon erledigt. Oh mein Gott, ist er stark. Fertig. Reicht das? Das ist perfekt, Oscar. Danke, mein Freund. Du hast die Kraft eines Bullen. Nicht der Rede wert. Ich helfe meinen Freunden gern. Ich muss jetzt zu Mama Dorita zurück. Es könnte sein, dass sie mich braucht. In Ordnung, Freund. Noch einmal danke und bis bald. Auf Wiedersehen. Und pass auf, wenn du das alte Bergwerk betrittst. Na immer doch, wir sind immer ganz vorsichtig hier bei allem, was wir tun. Wenn wir Skulpturen durch die Gegend schleudern. Was für ein Typ, dieser Oscar. Ich freue mich, dass er ein Freund ist und nicht auf der anderen Seite steht. Ich frage mich ja, ob... Es scheint sehr tief zu... Ob man das Seil da dran machen kann. Ich kann versuchen, mich abzuseilen.
Ehrlich gesagt fürchte ich, dass es viel zu spät ist. Ja, okay, dann lass es. Einverstanden. Ich habe alles Nötige, um in den Bergwerksstollen vorzudringen, bis ich das Hopi-Dorf finde. Gehen wir hinein. Glück auf für alle und besonders für mich. Was soll ich sagen? Den Verlust von Gina zu überwinden, war unendlich schwer. Nur eines gab mir Halt. Der feste Entschluss, das ganze Geheimnis um das Kruzifix aufzudecken, das sich als Schlüssel zu allem entpuppt hatte. Es machte mir nicht viel aus, das alte Bergwerk zu durchqueren. Ich habe schon immer gern Höhlen erforscht. Ich hatte nur nicht mit der unangenehmen Überraschung gerechnet, die in den Gängen auf mich wartete. Ha! Dort sehe ich Licht! Obwohl, laut Plan ist das nicht der Ausgang zum Hopi-Dorf. Na gut. Für alle Fälle werfe ich mal einen Blick darauf. Vielleicht kann ich von hier aus zum Dorf gelangen. Außerdem habe ich es satt, diese lästige Stirnleuchte zu tragen. Bah! Endlich! Die hat ganz schön gestört. Was ist das? Nein, nicht die. Ich hasse diese ekelhaften Viecher. Oh nein! Fledermäuse! Nein! Weg, weg, weg! Ich glaube, dort unten liegt das Hopi-Dorf. Endlich habe ich es gefunden. Allerdings wird es nicht einfach sein, herunterzuklettern. Der Berg ist sehr steil. Und ein Sturz wäre tödlich. Ich dachte, man könnte durch die Minen selber laufen. Ein breiter Holzbalken. Mit denen hat man die Stollen des Bergwerks befestigt. In Ordnung? Nehme ich mit. Das Holz ist in recht gutem Zustand. Es kann mir vielleicht von Nutzen sein. Als ich aus dem Bergwerk herauslief, habe ich es gar nicht bemerkt. Bestimmt einer der Bergarbeiter von James Douglas. Die Hopi müssen ihn getötet haben. Nein, ich möchte es nicht berühren. Am Ende zerfällt noch das ganze Gerippe. So, da werden wir definitiv nicht reingehen. Und hinab kommen wir zu 100% mit dem Dings. Wahrscheinlich ist das noch so dran. Das halte ich für keine gute Idee. Okay, dann eben nicht. Das bringt nichts. Warum nicht? Oh! Das halte ich... Da ist ein Metallobjekt drunter. Habe ich gar nicht gesehen. Er lag versteckt unter dem Holzbalken. Das muss der Pickel eines Bergarbeiters gewesen sein. Einverstanden. Wenn ich einen Griff daran befestige, könnte er mir nützlich sein. Okay. Einen Griff. Aus dem Skelett sind viele Knochen herausgefallen. Kein Wunder. Ah, Knochen? Die Idee gefällt mir nicht. Es kommt mir wie Grabschändung vor, aber... Ach, wo? Es geht nicht anders. Ein Knochen könnte genau das sein, was mir noch fehlt. Am Oberschenkelknochen ist ein kleines Stück abgebrochen. Ich glaube, er wird sehr gut zu gebrauchen sein. Ja, und zwar können wir das bestimmt als Griff dran machen. Ja, der Oberschenkelknochen ergebe einen hervorragenden Griff. Großartig. Ich habe meine Berufung gefunden. So, und jetzt? Was soll ich denn... Damit lässt sich der Balken nicht spalten. Ich würde ihn wahrscheinlich nur zertrümmern. Ja, ich guck doch einfach nur. Okay, Betraten wir mal den Rand des Abgrunds. Nein, danke. Nein, nicht in den Abgrund springen. Oh, schade aber. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Ich bin davon überzeugt, dass das Hopi-Dorf... Ja, klar. Das bringt nichts. Warum bringt das nichts? Warum? Warum? Das bringt nichts. Damit lässt sich der Ball... Ich würde ihn... Das bringt nichts.
Das halte ich. Das bringt nichts. Das macht alles Sinn. Das bringt nichts. Das halte ich für keine gute Idee. Das ist mies. Was hast du dir dabei nur gedacht? Das halte ich für keine gute Idee. Das halte ich. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Ist da noch irgendwas? Was soll ich denn damit? Ja, keine Ahnung, reinschlagen oder was weiß ich, was machen. Du stellst vielleicht Fragen. Wie geht's? Nichts hasse ich so sehr wie diese verdammten Fledermäuse. Zweifellos ein Werk der Hopi-Indianer. Nicht nötig. Ich sehe schon auf den ersten Blick, dass es keine Malereien sind, sondern Gravuren. Was soll ich denn damit? Weiß ich nicht, das war nur so ein Gedankengang. Ich glaube, das wäre... Das kann doch nicht so schwer sein. Ich bin davon... Ja, es ist schön, dass du davon überzeugt bist, dass der... dass das Hopi-Dorf da am Stamm ist, aber... Das bringt nichts. Das hätte wenig Sinn. Das funktioniert nicht. Warum sollte ich das tun? Ja, weiß ich doch nicht. Sie enthält den Brief von Professor Silver aus Berkeley, in dem er mir anbietet, meine... Darauf habe ich so... Hoffentlich ist diese... Ich habe es im Bergwerk doch nicht gebraucht. Ich kann mich zwar an einige Stollen erinnern, aber ohne den Plan käme ich wohl nicht zurück. Mit solchen Balken bekommen sogar Bergwerksstollen Stütze. Was für ein äußerst vielseitiges und nützliches Werkzeug. Eine Seite dient als Hammer und mit der anderen kann man Nägel herausziehen. Soll ich das jetzt machen? Nägel aus den Stützdingern da rausziehen. Oh, betrachte Nagel. Ich dachte, das wäre ein Tuch. Der Nagel ist schlecht eingeschlagen. Aus dem Holz ragt ein Stück hervor. Prima. Damit bekomme ich den Nagel heraus. Das wäre so eine Axt. So, was soll ich jetzt mit dem Nagel? Der kann mir noch nützlich sein. Das halte ich für keine gute Idee. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Ja, ich habe keine... Ich hab davon halt... Keine Ahnung, ne? Das wäre unklug. Ich wäre unklug. Du bist unklug, Mann. Ist hier sonst noch irgendwas? Seine Bergwerkseingang betrachten. Gerippe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich werde jetzt hier oben verhungern. Und damit ihr das Leiden nicht mit ansehen müsst, mache ich hier einen Schnitt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss. Eure Thai.